Was für eine krasse Woche war das denn für Assassin's Creed? Wir haben neue Leaks zu zukünftigen Spielesettings erhalten, neue Produkte wurden gedroppt von Assassin's Creed, unter anderem ein neuer Stuhl und Schreibtisch für euer Gamingzimmer und weitere Informationen. Wenn ihr die wissen wollt, bleibt jetzt gerne am Start. Herzlich willkommen zu diesem neuen Format auf meinem Kanal. Ich werde euch jetzt jede Woche einmal die wichtigsten Assassin's Creed News der Vorwoche präsentieren, also legen wir gleich los. An alle Fans aus dem Assassin's Creed-Universum, die Vinylplatten lieben, ihr habt jetzt die Möglichkeit, die meisten Tracks in einer wunderschönen Kollektion zu kaufen. Laced Records hat es letzte Woche veröffentlicht, Assassin's Creed Leap into History wird ein limitiertes Set sein mit 5 Vinylplatten und sehr viel Dekoration natürlich, wie ihr seht. 70 Tracks wird es da geben aus den 12 Hauptspielen und ihr habt die Möglichkeit, das Ganze jetzt schon vorzubestellen. Kostet 100 Pfund. Und ihr könnt euch dann vorstellen, mit Versand und Zoll und Umrechnung wird das Ganze sicherlich so um die 200 Euro kosten. Das Ganze wird zu euch dann im Januar geschifft, zumindest ist das das vermutete Versanddatum und dann habt ihr auf jeden Fall schöne Platten bei euch. Es geht aber gleich weiter mit dem Produkt, denn Ubisoft hat im Zuge dieses Jubiläums mit vielen Firmen eine Partnerschaft gestartet. Unter anderem auch mit Secret Lab. Die stellen Gaming Chairs, Office Chairs und auch Schreibtische her. Ich habe selbst seit über 2 Jahren einen Gaming Stuhl von Secret Lab und bin extrem überzeugt. Und sie haben jetzt eine Edition von Assassin's Creed rausgehauen mit vielen kleinen Details, die wir uns mal gleich genauer anschauen werden. Aber holy moly. Ihr hattet übrigens auch gestern bzw. letzte Woche die Möglichkeit, bei einigen Content-Creatern diesen Stuhl auch zu gewinnen. Unter anderem bei Access the Animus und bei The Codex Network. Daran kann ich mich erinnern. Ich hoffe, ihr habt teilgenommen, weil das ist ein wirklich schöner und auf jeden Fall gemütlicher Stuhl. Und dann müssen wir uns erstmal die Details angucken. Wir haben erstmal auf der Rückenpartie 9 Assassin's Creed Logos und den Satz "We work in the dark to serve the light, we are assassins." Und das ist einfach schon mal sehr, sehr nice. Ich habe versucht, alle Logos zu identifizieren. Also links unten haben wir Assassin's Creed 3, dann Black Flag. Ich glaube, dann kommt Freedom Cry, dann kommt Rogue, dann kommt Syndicate. Danach das nächste Logo. Tatsächlich bin ich euch ehrlich, kann ich ihn nicht entziffern. Das müsste, glaube ich, die Assassin's Creed Chronicles sein, India, dann kommt China und dann kommt Russia. Warum diese Logos gewählt wurden, weiß ich nicht, aber sehr interessant auf jeden Fall. Und natürlich, wenn wir uns den ganzen Stuhl von vorne angucken, sehen wir, dass der Stuhl dieses rote Leder aus dem Animus hat, was in Assassin's Creed 2 sichtbar war, wo wir uns immer reingeworfen haben. Ziemlich cool auf jeden Fall. Wer mehr zu diesem Stuhl erfahren möchte, der kann natürlich auf die Webseite gehen. Ist auch sehr pricey. 674 Euro ist schon eine ganz schöne Ansage. Der Stuhl, klar, er lohnt sich definitiv, aber für den Preis, da zahlt ihr auf jeden Fall den Namen auch mit. Das müsst ihr euch bewusst sein. Ich habe für meinen vor der ganzen Inflation und so natürlich ungefähr mit Rabatt am Black Friday 400 Euro gezahlt. Also ist auch nicht so günstig, aber man investiert ja in seinen Rücken. Und wenn euch dieses ganze Tatam nicht gefällt, dann jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung. Gibt es auch einen Bürostuhl, der so ein bisschen aussieht wie Herman Miller im ähnlichen Preisbereich. Naja, wie dem auch sei, was haben wir noch? Natürlich, wir haben hier einen Schreibtisch. Ja, beziehungsweise nicht den Schreibtisch an sich, den gab es schon vorher, sondern ein Schreibtisch mit Assassin's Creed Magnetmatte, die man sich da oben raufklatschen kann. Das ist ziemlich cool. Ich habe den Schreibtisch selber nicht. Wer von euch das Ganze hat, kann es mir mal in die Kommentare schreiben. Für jeden Assassin's Creed-Fan, der sein Gamingzimmer neu einrichten möchte, ist das, glaube ich, ein Must-Have. Doch genug von den Produktplatzierungen, die nicht bezahlt wurden, kommen wir jetzt zu den Leaks, die ihr hören wollt. Ja? Anfang der Woche hat der Nutzer Jeremy Panther bzw. ACG geschrieben, next AC game will be Aztecs. Also das nächste Assassin's Creed wird ein Azteken-Assassin's Creed. Und als ich das gelesen habe, war ich schon so, ich weiß nicht, also das dauert vielleicht noch. Und das Ganze wurde dann auch geteilt von Tech4Gamers zum Beispiel, diese Informationen. Aber Jason Schreier hat dann natürlich in Anführungsstrichen gegengehalten. Er hat gesagt, das nächste Assassin's Creed Game ist Rift, welches in Bagdad spielen wird.
Danach wird es Assassin's Creed Infinity sein und es wird ein paar verschiedene Settings, Erfahrungen, Biome oder Spiele, wie immer ihr das auch nennen möchtet, beinhalten. Ich habe von zwei Hauptsettings gehört, aber keins von beiden war ein Azteken-Setting. Das heißt also in Mexiko, wo wir ja schon auch mit Adewale waren und mit, verdammt, ich habe ihren Namen vergessen, aus Liberations, in dieser Region werden wir uns dann wahrscheinlich nicht bewegen. Und diese beiden Settings, die Jason Schreier schon angedeutet hat, sind teilweise auch schon aus dem Sack und da wurde darüber gesprochen. Nämlich in dem Podcast vom Gaming-Journalisten Jeff Grubb. Er hat da angedeutet bzw. erzählt, dass er mehrere Quellen gehört hat, die über ein Setting in Japan gespielt haben. To that end, the other thing, and this, again, I can't confirm this, but since so much of the other stuff is true and I'm hearing it, this other stuff I heard from the same source, the one coming up after all this other stuff, supposedly, or maybe it is part of Infinite, I don't know, but it'll be much more like the RPG ones, and it's going to be set in Japan. Dieses Setting in Japan wünschen sich die Assassin's Creed-Fans schon seit Jahren und spätestens seit, ja, Ghost of Tsushima, der Konkurrent quasi, der es gezeigt hat, wissen wir alle, okay, das kann geil aussehen. Es ist ein cooles Setting, man hat so viele Möglichkeiten, Gameplay-technisch, Open-World-technisch, kann es wunderschön aussehen und jetzt ist Ubisoft an der Reihe, das Ganze mal zu zeigen. Und einer, der hat es schon gezeigt, er hat nämlich mit der Unreal Engine 5 einfach mal ein Assassin's Creed-Setting kreiert in Japan und uns gezeigt, hey, wie kann das Ganze aussehen? Ich habe darüber auch ein Video gemacht, das findet ihr hier oben in der Infokarte. Da habe ich auch besprochen, so was für Möglichkeiten man dann wirklich bekommen könnte mit diesem Setting. Aber Jason Schreier hat dir etwas von zwei Settings erzählt. Eins, das wurde ja quasi indirekt geteilt von jemandem, der lange im Business ist, der wahrscheinlich viele Kontakte hat. Das klingt auf jeden Fall plausibel mit Japan. Das zweite Setting, das trat hervor in einem Beitrag auf 4chan. Da wurde in diesem Beitrag über Assassin's Creed Rift gesprochen und dann wurde eine Nachricht geschrieben, wo nachgefragt würde, was mit Assassin's Creed Infinity ist und was mit den anderen Settings ist. Wir wissen ja, eins ist in Japan und da hat ein anonymer Nutzer einfach nur Russland geschrieben. Könnte hinhauen, rein technisch gesehen würde Assassin's Creed den Hintergrund bieten. Wir haben mehrere Bücher und Comics in Russland. Wir haben Assassin's Creed Chronicles Russia in Russland. Das heißt, rein technisch würde das möglich sein, da eine Verbindung zu schaffen irgendwie, das Universum zu erweitern. Rein praktisch gesehen glaube ich aber, dass dieses zweite Setting oder beziehungsweise dass diese Nachricht, die ja überhaupt keine Credibility hat, fake ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland jetzt das Setting sein wird, vor allem auch hier in der aktuellen Situation. Subjektiv betrachtet wird Ubisoft das nicht machen, selbst wenn sie es schon entwickelt hätten, aber dann würden sie es wahrscheinlich verschieben, bis die ganze Situation sich beruhigt hat. Ich glaube, das würden die nicht machen. Doch was ist eure Meinung zu diesen ganzen Leaks? Was meint ihr, werden wir im September von Ubisoft erfahren? Assassin's Creed Rift, Assassin's Creed Infinity Japan, Assassin's Creed Infinity Russia, Assassin's Creed Infinity Aztek vielleicht, ja? Lasst mir eure Meinung mal in die Kommentare, denn eine News haben wir auf jeden Fall noch, denn momentan ist ja die Assassin's Creed Celebration im Gange und in einem 12-Wochen-Plan feiert Ubisoft sein Jubiläum. In jeder Woche wird ein Assassin's Creed-Teil thematisiert, wo ihr an einem Quiz teilnehmen könnt, wo ihr das Spiel günstiger bekommt, wo ihr Behind-the-Scenes-Infos bekommt und wegen dem Quiz möchte ich euch eine Frage stellen. Und zwar, aktuell ist ja Unity thematisiert in dieser Woche und wie viele Fragen habt ihr schon richtig? Ich das Spiel, beziehungsweise das Quiz meine ich, noch nicht angefangen und hoffe mal, dass es nicht so schwer ist wie das Quiz von letzter Woche. Wie dem auch sei, ich versuche euch nächste Woche auch ein wenig damit zu helfen und euch auch aufzuklären, was ihr da gewinnen könnt. Also lohnt sich hier definitiv auch ein Abo mit der Glocke. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie fandet ihr diese Leaks? Was für Assassin's Creed-Teile oder Settings können wir in der Zukunft erwarten? Ich bin gespannt auf eure Antworten und ich freue mich auf die nächste Woche voller News von Assassin's Creed. Also bis dahin. Tschüss und ciao mit V und vergesst die Glocke nicht. Da würde nicht nur ich mich freuen, sondern auch der liebe Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.